Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin zu der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen Lotus-Video hier. Lotus-Online-Video, unser erstes richtiges Video. Wir hatten ja sonst das Ganze ja nur im Livestream mal vorgestellt gehabt. Jetzt gibt es mal ein richtiges Video, um das Ganze auszumerzen, dass es ja alles so furchtbar läuft hier in dem Multiplayer-Modus, dass es ja nur super ruckeln soll und. Deswegen machen wir heute mal ein Video, denn das war natürlich auch zum Livestream natürlich teils schuld. Das nimmt natürlich alles ein bisschen Bandbreite und wenn das Ganze natürlich nicht synchron läuft und alles was hundertprozentig, dann kann natürlich können solche Lags halt dementsprechend entstehen. Deswegen wollen wir das heute mal gemütlich mal in einem Video mal alles zusammenpacken und ihr seht schon, wir haben den Alpa mit dabei, wir haben den Steven mit dabei und natürlich meine Wenigkeit den Bio. So, und wir haben natürlich erstmal so ein bisschen was gesagt, so, wir werden uns heute mal ein bisschen Mühe geben, mal nicht durcheinander durchfahren und wie die Besenkten hier um die Kurven ballern, sondern heute mal ganz gemütlich, mal so friedlich wie möglich, um euch einfach mal zu zeigen, wie schön Lotus im Multiplayer-Modus sein kann. Deswegen würde ich sagen, schicken wir mal den Alpa und den Steven mal los auf die Tour. Wir rüsten jetzt erstmal auf und dann schauen wir mal, wie es denn weitergeht. Achso, wir sind ja schon aufgerüstet sogar, aber wir müssen noch die Linie. So. Wir heute auf der 113. Ich glaube 01, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Sind wir die Ringe, genau. Und hier sehen wir dann halt dementsprechend, ne? 113 Ring. Können wir noch Licht anmachen hier. Und dann passt das Ganze. So. Innenbeleuchtung an. So, dann lassen wir mal den Alpa noch fahren. So. Ja, und natürlich, gibt es immer noch ein paar so kleinere Fehler. Das ist alles noch nicht final hier, der Multiplayer-Modus. Da ist es noch große Baustelle. Aber Oriolus Software ist da auf jeden Fall mega dran, dass das Ganze hier dementsprechend halt, wenn es denn veröffentlicht wird, so wenig wie möglich an Fehler vorhanden ist. Man kann natürlich nicht alles ausmerzen. Ist ja verständlich. So, aber die geben sich halt auf jeden Fall Mühe. Und ich finde schon, der Ersteindruck, der ist schon mega, mega gut. So, ich hoffe, dass das Ganze hier schon funktioniert, weil sonst müssen wir manuell schalten. Ja, das hat irgendwie nicht funktioniert, leider. So. Und dann sind wir jetzt nicht mehr in der Buchenstraße, sondern Sperberstraße. Di-ding! Großartig! Hab die aktuellste. Kann sein, dass du nicht die neueste Diorama-Version hast? Wieso? Gibt es eine neue Version? Nee, kann ja nicht. Ich kriege ja nur das, was im Steam veröffentlicht ist, oder? Also, ich gehe mal davon aus, dass du jetzt mich meinst, ne? So. Ja, das ist natürlich, ich bin ein bisschen alleine. Da. Nee, meinte Alpa. Okay. Da ja, wir haben zwar den Steven und den Alpa, aber die sprechen nicht. Die sind zwar da. Schreiben aber halt nur so ein bisschen, so weißt du. Und von daher lese ich dann ab und zu mal so Nachrichten mal kurz vor. Wundert euch da dementsprechend nicht, ja. So, dann können wir jetzt hier. Wir werden dann in der nächsten Aufnahme dann mal im Dunkeln fahren, hier auf der Karte Diorama selbstverständlich, ne, damit wir mal sehen können, wie es denn tagsüber aussieht. Ja, oder wie es dann auch mal so bei Nacht zum Beispiel aussieht. Ne? Das ist dann schon, dass ihr da halt mal so einen richtig schönen Eindruck bekommt hier von den Lotus-Simulator, wie das Ganze halt im Multiplayer funktioniert. Und ihr seht schon, es läuft jetzt schon tausendmal besser als wie im Livestream und sieht natürlich auch deutlich besser aus halt, ne? Deswegen, also das, was ihr im Livestream gesehen habt, ist nicht das Komplette. Das, wie gesagt, das war halt alles so gemixt halt mit Online und alles was. Wieso hatten hier irgendwer
Sie hat irgendwann eine Weiche gestellt. Warum? Steven? Ja, echt, ja? Das ist mysteriös. Ja, Steven, jetzt kannst du fahren. Aber irgendwie... Sehr eigenartig. So, wir fahren einfach mal. So. Okay, okay. Oh nein. Das war mein Lenkrad hat sich gemeldet. Naja, fahren wir einfach rüber. Der Steven meinte gerade, scheint was falsch konfiguriert zu sein. Naja, sieht man ja denn in der Aufnahme. War weit und breit keiner zu sehen und ja. Aber es ist auf jeden Fall alles schön. Auch mal hier haben wir mal gewählt, jetzt hier, das war hier, dass ich hier zumindest mit dem KT fahre und die anderen beiden mal mit dem GT, dass ihr zum Beispiel auch sehen könnt, ne, dass das Ganze halt entsprechend funktioniert halt auch, ne, dass wir hier dann auch Mod-Fahrzeuge zukünftig dann hier im Multiplayer sehen können. Das war ja auch immer so eine wichtige Frage. Aber die wichtigste Frage von allen war halt immer gewesen, wie ist die Performance denn hier in Lotus im Multiplayer? Und ihr seht, es läuft ganz normal. Also ich habe keine Schwierigkeiten. Oh nein. Deswegen sollte man auch immer mit Dings fahren. Immer im Cockpit. Wie bei. Ich muss mir das angewöhnen, ein bisschen wie bei Susi. Ja, nicht immer so schön die Welt angucken, sondern vielleicht mal sich ein bisschen mehr auf die Strecke konzentrieren. Das wäre, glaube ich, mal eine ganz sinnvolle Sache. So. Da oben kommt das Schild. So, jetzt gucken wir mal. Oh. Das ist komisch, ja. Also ich drücke hier rauf. Ich dachte eigentlich, BLV meinte, das funktioniert schon. Ne, dann fahren wir jetzt nochmal eine Runde. Aber wir haben ja sowieso... Kurve. Nehmen wir noch schnell mit hier. Upsa. Bobsa. Ja. Okay. Jetzt liegt es geradeaus. Sehen wir jetzt hier drüben, ne? Dass wir jetzt geradeaus fahren und nicht wieder jetzt nach links weg biegen. Ja? Kirschbaumallee. Ja, so funktioniert's. Also das ist doch schon eine mega, mega coole Sache. Er hat gerade wieder in den RAM geladen. Sieht er ja immer oben rechts in der Ecke. Thank you.
Ja, aber das war mir halt noch so teils wirklich ein bisschen wichtig gewesen, euch zu zeigen, dass das halt, so wie wir es halt im Livestream gesehen hatten, nicht wirklich so aussah. Wie gesagt, jetzt ist auch nochmal durch die Aufnahme ein bisschen. Und natürlich muss man sagen, es ist halt alles noch Early Access halt, ne? Also. Ah, guck mal, jetzt kommt auch Steven uns entgegen hier. Doppelten. Ihr hört auch, der Ton ist da, ja. Was witzig ist, warte mal. Ah, Steven ist zu schnell weg. Wir haben hier eine verschiedene Konfiguration, ne? Wir haben hier einmal mit weißer LED und einmal mit der normalen Anzeige. Das ist zum Beispiel auch cool, dass du die halt zum Beispiel so ein bisschen mixen kannst, ne? Dass jetzt nicht alles so wirklich einfach nur so einheitlich ist, sondern hier vorne, wie gesagt, das Moderne mit LCD und hinten praktisch so dieses abgeschleppte alte Design, kann man hier sagen. Wäre natürlich auch interessant, wie sieht es denn halt mit Repaints aus? Kann man denn zum Beispiel verschiedene Repaints dann darauf klatschen oder so? Deswegen, es sind einfach so unendlich viele Fragen tatsächlich, die ich hier habe. Ja, ich freue mich einfach so unglaublich drauf. Bin gespannt, wo das Ganze mit dem Multiplayer-Modus hingeht. Also, da kann man halt... Da muss man einfach abwarten. Ja, das ist ein... Das sind halt so mal so Fragen, die fallen halt immer ein, so erst ein, wenn du das halt wirklich tatsächlich erst siehst, ja, und dann kannst du natürlich jetzt ja nicht gleich losrennen und fragen halt, so eine Popelfrage. Ja, das wird man dann halt im Laufe der Zeit dann halt irgendwie sehen, ob das Ganze dann dementsprechend halt funktioniert oder nicht. Auch ist jetzt natürlich die Karte Diorama, muss man jetzt einfach sagen, jetzt in der Richtung jetzt nicht das absolute Nonplusultra, ne, so eine richtig schöne Strecke wäre vielleicht auch mal schön. Sowas wie München oder sowas, ja. Wie sieht da nachher die Performance aus und alles sowas, ja. Jedenfalls muss man das aber dementsprechend halt immer selbst neu konfigurieren. So wie ein bisschen bei OMSI kannst du ja auch nicht mit jedem Setting immer die gleiche Karte, immer alle Karten fahren. Ich erinnere mich bloß, wenn ich Gladbeck fahren muss, muss ich eine komplett andere Einstellung nehmen, als wie wenn ich jetzt zum Beispiel X10 fahren möchte oder sowas. Und so wird das hier auch groß... So wird das auch irgendwann hier in Lotus sein halt, ne? Dass du halt, da gibt es halt nicht eine Konfiguration, aber hat dann wahrscheinlich jede Map irgendwie seine Vor- und seine Nachteile mit der Performance und alles was. Also auch da. Aber da bin ich halt so mega gespannt, wie sieht's da halt mit der, wie sieht's da halt aus, ja? Aber wie gesagt, wer weiß. Wenn das Ganze mal kommt mit dem Tram München, dann werden wir uns das natürlich im Multiplayer-Modus selbstverständlich mal anschauen, ja? Also, wenn es denn soweit ist, denn halt, ne? So, ich probiere das jetzt nochmal. Aber eigentlich dachte ich, sollte das funktionieren. Aber funktioniert nichts. Oh, wir sind... Buchenstraße. Sperberstraße. So. Aber wie gesagt, also es funktioniert halt einfach alles. Auch zum Beispiel, ich weiß gar nicht, muss ich mal jetzt gerade mal kurz rüber switchen, hat sich ja das Menü jetzt mittlerweile verändert. Also das Online-Menü, das sieht halt anders aus, ne? Hier haben wir verschiedene Sachen. Hier unten ist immer noch die Uhrzeit, die wir einstellen können. Können wir jetzt aktuell aber nicht machen. Wir haben hier die Zielcodes, die wir uns wieder anzeigen lassen können, so wie es halt aus dem Singleplayer-Modus kennen. Wir können hier zum Beispiel die Position auf ursprünglichen Entry Point zum Beispiel zurücksetzen lassen, falls es hier irgendwelche Probleme gab oder sowas. Das ist dann zum Beispiel ein Future, was dann später mal dazu kommt, erlaube anderen Spielern ein Fahrzeug zu übernehmen oder aber erlaube anderen Spielern an deinem Fahrzeug anzukoppeln. Ja, also das sind so Funktionen, die gibt es dann später, denn, wenn das Ganze dann halt da ist, dann halt, wenn es vollkommen in der fertigen Version ist. Wie ihr seht, ne, also hier ruckelt nichts wirklich groß.
Kurve. Ja, gut. Das ist auf jeden Fall schon mal die Anspielsession hier im Multiplayer tagsüber. Wie gesagt, wir werden uns auf jeden Fall jetzt im nächsten Part mal noch uns eine Nachtfahrt mal anschauen, wie das Ganze dann mit der Beleuchtung zum Beispiel auch aussieht. Ich denke mal, das könnte auch episch aussehen. Lassen wir uns da am besten mal überraschen. Wenn euch das Video natürlich gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt es in die Kommentare, was euch jetzt gefallen hat oder was euch jetzt weniger gefallen hat. Wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion. Würde mich das sehr freuen, wenn wir da mal so das ein oder andere da vielleicht zusammentragen können. Und dann schauen wir mal weiter, wie es denn mit dem Online-Modus weitergeht hier in dem Lotus-Simulator. Ich verabschiede mich, oder ich sag mal eher, wir verabschieden uns alle. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Part hier wiedersehen zu einer neuen Folge Lotus Online hier auf ÖPNV-Simulation. Tschüss!